Hallo liebe Freunde, zurück bei Transportfieber. Hier haben wir gespielt mit unserem coolen Güterzug. Ja, die Steinbrücke hat auch noch seine Qualitäten. Jo, und eigentlich haben wir hier in die Zuglinie noch gemacht in der letzten Folge von, glaube hier von Zürich aus nach, ja genau, die hier, die führt einmal hier rum nach Richtung Matzendorf vorbei. Haben wir überhaupt das Depot gebaut? Ich weiß es nicht mal mehr. Also hinten hat es wahrscheinlich eins. Ja, mal durch den Berg durch und in den neuen Bahnhof von sind wir? Genf. Ja, Genf. Ja, der Zug, den ich kaufen möchte. Oh, wir haben nur noch 6,2 Millionen. Ja, das wird wahrscheinlich etwas knapp mit dem Zug, den ich eigentlich vorgesehen habe. Ich finde nicht der Juno, sondern dieser, der hier. 26,2 Millionen. Ja, da sind wir weit davon entfernt. Ja, vielleicht noch ein bisschen warten. Ja. Könnte wahrscheinlich etwas zu lange dauern. Nee, jetzt sind wir wieder auf 5 Millionen unten. Nee, da warten wir wahrscheinlich bis, bis zum St. Nimmerleinstag, bis das soweit ist. Ja, nee, wir nehmen hier mal einen kleinen Kredit auf. Ein paar Millionen, sodass wir den Zug mal kaufen können. Ich würde hier mal sogar nur einen nehmen. Jetzt haben wir noch 4,5 Millionen Darlehen. Das werden wir dann auch noch abbauen. Habe ich hier die Linie schon? Genf Zürich, ja, 32 Gramm. Dann mal schauen, wie der aussieht. Oh lalala. Ja, das sieht doch ziemlich cool aus, würde ich jetzt mal meinen. Wir werden mal sehen, was der für Kameraperspektive anbietet. Der hier so rausfährt. Nein, wir haben keine Cockpit-Kamera, so wie das aussieht. Aber eine Kamera, die sieht noch cool aus. Ja, ich würde sagen, wir fahren gleich mal mit dem mit nach Zürich runter. Sollte eigentlich ziemlich locker die 200 km/h erreichen. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie schnell der ist. Bitte Vorsicht, der Zug fährt ab. Cool. Und noch eine Ansage mit dabei. Geiles Teil. Ich denke, er sollte die 200 schon schaffen. Auf der Strecke, die ist relativ ziemlich auf 230 km ausgelegt. Soll da eigentlich kein Problem sein. Mal schauen, der hat jetzt auch nicht so die große Anzug. Wird anscheinend doch noch ein Weilchen dauern, bis der auf seine 200 kommt. Ich weiß nicht mal, macht er 200 oder 230? Ich habe gar nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ja, ja. Mike kauft die Züge und wundert sich dann, wenn sie nicht 230 fahren.
Aber Sand klingt noch irgendwie cool. Da hinten sieht man Motzendorf. Da sollten wir eigentlich auch noch näher ranfahren können. Oh, da hat so ein komischer Hügel. Müssen wir dann nachher auch noch versuchen zu glätten. Ja, 220 haben wir schon mal. Ah, der macht mit 220 offenbar. Okay, 220 macht er. Immerhin. Geht's jetzt hier durch den Berg durch? Da hinten sollten wir, glaube ich, ja, irgendwo bei Lünestedt, glaube ich, rauskommen. Ansatzweise. Auf eine ordentlich lange Brücke. Ja, Lünestedt liegt, glaube ich, hier drüben, links. Sieht man jetzt nicht. Ja, aber das Fahrzeugdepot bei Zürich sieht man eindeutig schon von ganz da hinten. Und der Bahnhof. Ja, dann kommen wir hier schon ins Gleisvorfeld von Zürich. Ja, und da muss man mit 30 km/h rein. Ich glaube, das können wir sicher auch noch updaten, dass das ein bisschen, ja, leichter zu bewerkstelligen ist für die Züge. Da drüben haben wir ordentlich Leute. Ich bin so wunder, ob hier mal einer einsteigt schon. Ja, noch gar keiner. Das Teil noch sehen, wenn es rausfährt. Sieht eigentlich noch relativ cool aus mit dem ziemlich dem Original in, ja, nachempfunden, so wie ich es kenne. Cool. Ja, die Rücklichter sind jetzt nicht so detailgetreu. Gut. Ja, hier noch. Das sollte ich noch versuchen zu updaten, genau. Mal schauen, können wir den überhaupt? Hochgeschwindigkeit. Kostet wahrscheinlich auch wieder 1,4 Millionen. Dann machen wir jetzt einfach mal. Gut. Dann hier können wir wieder ein bisschen zurückzahlen. Dann haben wir noch 6 Millionen. Ja, und jetzt fehlen hier bei. Wo war noch? Hier hinten. Bei Genf fehlen hier natürlich noch die Busse für den Bahnhof. Das werden wir jetzt noch kurzerhand so ändern. Mal schauen, was hier überhaupt rumfährt. Ich weiß es nicht mal mehr. Ja, einerseits die Fernbuslinie nach Basel. Ja, die Stadtbusse.
denke, die Stadtbusse können wir hier noch irgendwie vorbeibringen. Mal schauen, ob ich da noch eine Straße lang kriege. Vielleicht so mit zwei Fahrbahnen, 30 km/h von hier. Ups. Ah, geht nicht. Oh, kein Geld. Ja, wir sind wieder im Minus. So weit da, so viel dazu. Das hier auch gleich machen. Ja, geht auch. Eigentlich könnte man den Fernbus auch noch hier hinbringen. Jetzt muss man schauen, wo der die Haltestelle hat. Ah, hier. Und hier. Können wir hier hinten eigentlich noch eine machen, auf der Seite. Das würde ich glaube machen. Und für den Bus hier gibt es ja, hier drüben eine. Kann er nämlich wieder da runterfahren. Das machen wir. Busse, dann die Haltestelle. Ach ja, die Post habe ich noch gesagt, können wir noch machen. Aber schon wieder vergessen. Ja, schon wieder im Minus. Jetzt sind wir dauerhaft ein bisschen im Minus hier. Jetzt muss ich schauen, von der Haltestelle 4 und 5. Muss ich die ein? Ah, jetzt ist er genau auf der verkehrten Seite. Oh, immer. Ja. Hätte mal besser hier schauen sollen. Kann ich nicht wegnehmen. Gut, lassen wir es. Dann kriegst du hier diese Haltestelle. Gut. Hier nach der. Moment, wo musst du lang? Zwischen 5 und 6 gehen wir hier oben lang. Gut, sollten hier auch ein bisschen Personen hinkommen. Nach Genf. Sollte das eigentlich dann schon funktionieren. Gut, jetzt haben wir hier irgendwo noch auf der Strecke den Hugel gesehen. Wo war das noch? Glaube ich hier hinten. Kann das sein? Ah, hier. Ja, ja, beim Häuschen. Ja, das sieht aber jetzt nicht so toll aus, oder? Nee. Nee, das sieht nicht toll aus. Kriegen wir das weg? Ja. Geht eigentlich problemlos. Was richtig gemacht. Gut. Ja, den Haken hängt hier noch ein bisschen drüber. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal. Gut. Ja, dann wäre es eigentlich noch an der Zeit, dass wir hier dann noch. Die haben eigentlich, glaube ich, noch gar keine Nahrung da hinten. Nö. Die haben noch gar nichts. Okay. Das heißt, hier wären noch irgendwie mal Güter fällig. Wie sieht es hier drüben aus? Stuttgart. Hat eigentlich ein bisschen Brote. Könnte besser sein. Hier kommen Brote hin. Ja. Ist jetzt nicht sehr berauschend. Sag ich jetzt mal. Kann besser funktionieren. Gut, wie sieht es hier in Kassel aus? Kassel, hier haben wir schon 59 Passagiere. Gut. Hier sind auch noch 58. Wo ist der Zug jetzt? Derweil? Kommt er hier gleich? Ne, das ist der
Bus nach, Zug nach Paris. Wo dümpelt denn der jetzt wieder rum? Hier unten? Nee, das ist Köln. Köln Hauptbahnhof. Hab ich den jetzt übersehen? Kann das sein? Wo ist der? Ah, der ist gerade hier oben. 59. Ja, hat dann. Kommt langsam ins Plus, okay. Können wir laufen lassen. Derweil könnten wir eigentlich mal noch. Ja, Basel ans Netz holen. Wäre eigentlich der nächste Kandidat. Weil ich jetzt eigentlich nicht von Genf nach Basel rüber düsen möchte. Weil eine Regionalstrecke könnte man da vielleicht machen. Gut, da sind auch schon 8 Passagiere. Also das funktioniert schon mal. Ich nehme hier mal die Tipps weg. Dann gehen wir hier mal mit einer Regionalstrecke hinten raus. Mal meinen, können wir vielleicht sogar die Gleise auf 160 mal bauen, weil ich möchte hier nicht die Schnellzugstrecke nach Basel-Genf, also das liegt so nah beieinander, könnte man sogar auch 120 machen. Höchstgeschwindigkeit, okay. 120 km/h. Ja, wir machen 120 km/h Gleise. Dann nehmen wir gleich mal die hier drüben. Die hier ja eh gerade schon in der Nähe sind. Aha, Steigungsgroß, okay. Sieht es dann von hier aus. Da geht's gut, prima. Mal schauen, ja, da haben wir noch einen Berg dazwischen. Gut, wir könnten aber hier lang düsen. Dann hier so der Straße folgen bis Basel. Der Zug macht ja eh nicht mehr als 120 hier. Ich sage, wir gehen hier mal Richtung Straße. So, hier wieder rankommen. Dann wählen wir hier. Nehmen wir mal dieses Portal. Das zweite Gleis noch. Meine Stimme ist bereits schon wieder am Versagen. So, Halskratzerei wieder. Gut, dann düsen wir hier mal so ein bisschen Richtung Wald. Da hinten. Gut, dann müssen wir noch über eine Brücke. Jetzt müssen wir schon überlegen, wo wir dann hier. Ah, wir können es noch ein bisschen hinbauen. Dann nochmals durch ein Portal durch. Oh, da hinten geht's. Ja, da geht es schon auf eine Brücke. Hier machen wir. Ja, machen wir jetzt das gleiche Portal nochmals. Es wäre an der Zeit, dass wir hier mal schauen, wegen dem Bahnhof für Basel. Hinten würde es sich noch anbieten. Weil Basel hat ja auch keinen Kopfbahnhof. Das will ich eigentlich hier auch so handhaben. Ich könnte den sogar hier hinstellen. Würde das glaube ich machen eigentlich. Bauen wir aber da. So, wie sieht das Teil aus?
können wir aber die Länge nicht einstellen. Sieht jetzt aber nicht so relativ groß aus. Bin jetzt für Basel doch ein bisschen mickrig, muss ich sagen. Der hier. Ja, der hätte schon seine Qualität. Und hier gleich mal 400 Meter. Dürfen wir es auch ein bisschen treiben. Machen wir mal 12 Gleise. Weil hier soll ja etliches noch was hin. Können wir den mal hier machen. Ja, machen wir so. Gut. Und dann die Straße. Da haben wir sogar Tramme unterwegs. Haben wir hier Tramme? Doch, haben wir. Wir haben da Tramme. Machen wir hier gleich mal elektrisches Tramgleis. Weil hier soll sicher noch ein Tram beim Bahnhof durch. Düsen. Können wir hier eigentlich auch noch die Straße gleich updaten. Ja, jetzt habe ich Bäume, jetzt habe ich die ganze Straße 30 km/h gemacht. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Könnte ich schon 50 machen, würde ich sagen. 70. Ah, hier fahren doch auch noch Busse, schau an. Das wusste ich jetzt nicht mal mehr, dass hier sogar noch die Postbusse unterwegs sind. Cool. Okay. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ja, würde ich mal sagen, wir könnten hier gleich mal noch ein Busbahnhof hinstellen oder ein Trambahnhof. Vielleicht auch etwas Größeres und Moderneres, zum Beispiel das hier. Hier sogar noch Platz. Wahrscheinlich. Ja. Ah, da ist das Haus weg. Okay. Gut. Oh, Zug 18. Das ist. Ah, da wieder der Rohöl-Treibstoffzug. Ja, wir dümpeln immer noch im Minus rum. Bei der macht relativ gut Plus. Wie würde der uns der kosten? Wenn wir den ersetzen würde. Wow, 22 Millionen. Eieiei. Ja, das können wir im Moment sowieso vergessen. Den zu ersetzen. Das Geld haben wir noch nicht mal. Geschweige, wir sind hier immer noch 6 Millionen auf Darlehen. Ja, wird etwas eng, habe ich das Gefühl. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge darum. Ja, derweil stapelt es sich hier. Den Passagieren. Ja, am Bahnhof geht es jetzt eigentlich noch. Haben wir den Zug? Ah, der fährt gerade hier unten. Ja, dann würde ich an der Stelle mal mich verabschieden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ja, hoffentlich bis morgen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Dann ja, bis morgen. Tschüss.